Hallo, mein Name ist Michaela, ich bin Kinderschutzdozentin und Verfahrensbeiständin und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Videos, die ich jemals gemacht habe und ich habe schon viele Videos gemacht. Ich würde dich bitten, dieses Video bis zum Ende zu gucken. Die Quelle nenne ich dir danach auch und ich möchte vor allem, dass du dein Wissen weitergibst. Hast du den Film The Sound of Freedom schon gesehen? Kennst du den Begriff guter Bulle und böser Bulle? Ich halte Mel Gibson für den guten Bullen, jedenfalls soll uns das verkauft werden. Es geht in diesem Film um die Verbreitung von Menschen- und Kinderhandel. Ist dieses Problem allgegenwärtig? Oh ja, mehr als uns lieb ist, viel größer, als wir je uns vorstellen können. Uns wird suggeriert, dass dieser Film eigentlich gar nicht rauskommen soll und dass Mel Gibson sich darum bemüht, uns alle zu informieren. Dieses Gefühl hatte ich am Anfang auch. Und dann habe ich dieses Produkt entdeckt. Das werde ich dir jetzt gleich auch am Ende einblenden, aber dir schon vorher Informationen geben. Wann immer uns etwas kostenlos und zu unserem Wohlergehen angeboten worden ist, weißt du seit spätestens seit 2020, dass das nicht immer so ist. Also, was ist genau passiert? Mel Gibson hat den Film rausgebracht, The Sound of Freedom, hat uns informiert, dass wir Menschen- und Kinderhandel als allgegenwärtiges Problem haben. Und diese ganze Information ist korrekt. Jetzt ist es so, dass die Regierung, es ist noch nicht in unserem Staat, okay? Also wir bekommen das, ihr wisst ja, ne? Die Mode ist immer ein bisschen verzögert von der USA dann zu uns. Und zwar geht es um das GA-Chip-Programm. Ja? Da unsere Kinder so gefährdet sind, ist unmittelbar aus dem öffentlichen Dienst ein Geschenk für jeden Bürger, ich habe es mir extra aufgeschrieben, für jeden Bürger kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Was hat es mit diesem Kinderschutz-Chip auf sich? Und zwar musst du dir vorstellen, dass die Eltern registrieren können, dieses Paket kostenlos erhalten zu wollen. Sie gehen dann mit ihrem Kind dahin. Zum einen wird auf diese CD Folgendes gebrannt: die Fotos des Kindes, auch die forensischen Fotos, heißt also auch also optische Abgleichung der Ohren und so weiter, Fingerabdrücke, die Duftstoffe des Kindes. Damit aber noch nicht genug. Sämtliche Daten deines Kindes, nämlich die Größe, das Gewicht, das Alter, die Adresse und die Telefonnummer. Das ist schon eine ganze Menge, nicht wahr? Aber es ist noch nicht alles. In diesem kostenlosen Paket ist außerdem ein Kit enthalten. Man nimmt die Zahnabdrücke deines Kindes, die Duftstoffe, die DNA und all diese Informationen werden in einem riesigen System gespeichert, CD zurückgegeben. Dein Kind ist also komplett mit allen Informationen in dieser Datenbank. Ich weiß nicht, ob du den Satz hörst, wer viel Daten hat, hat auch die Macht. Ist es komisch, dass kurz nach dem Film The Sound of Freedom plötzlich ein riesiges, kostenloses Konzept fertig auf den Markt gebracht ist und jetzt gerade unter den Menschen verteilt wird, kostenlos zum Wohle deines Kindes? Ich kann euch nur eins sagen. Behaltet, wenn ihr eure Kinder in Sicherheit wiegen wollt, die Daten eures Kindes bei euch. Das ist ein Heiligtum. Das darf niemals rausgegeben werden. Und ich halte das auch für eine riesengroße Nummer, wenn ihr euch überlegt, wenn ihr euch wirklich damit beschäftigt, wisst ihr, dass Kinderhandel und Co. in ganz großen Stil in den großen Reihen gemacht wird. Also möchtest du wirklich komplett die Daten deines Kindes rausgeben? Bitte, ich packe das Video jetzt im Anschluss dazu. Lass das mal durch dein System fließen und überlegen, wie gefährlich ist das, wenn du das wirklich tust. Und wie sehr möchte man das Wohle deines Kindes? Ich möchte euch darauf hinweisen, dass ab 25. August 2023 eine riesige Zensur durch die Social-Media-Kanäle geht. Wir, die aufklären, werden wahrscheinlich unsere Videos so überhaupt nicht mehr verbreiten können. Und vielleicht werden auch unsere Kanäle gesperrt. Das kann keiner genau sagen. Aus diesem Grund habe ich einen Newsletter installiert. Unter elmikaela.de/newsletter kannst du dich eintragen. Ich werde euch dann weiterhin mit Informationen über meinen Newsletter-Kanal informieren. Also gebe die Informationen gern weiter und pass gut auf dein Kind auf. Chip program provides information to a parent that they can use to provide to police in the event that a child or a person becomes missing. In the package that they receive, they get a CD. The CD has photos, fingerprints, a video interview, which is very important. The photos are forensically correct photos, speaking particularly that everybody's ears are different. So there is a shot of each ear, which is clear and determinable, as well as the demographics of the child, height, weight, age, parents.
parent's name, address, and phone number. In addition to that, within the kit, there is an appliance. We use a dental appliance that contains DNA and scent, as well as the child's dental impression. Perhaps most important of those is the scent, because with scent, we're hoping to be able to track that child and return them as quickly as possible. We gather the information together, run it into the computer, copy it off on a CD, and then all the data goes right back to the parents to be kept, maintained until hopefully they'll never need it. But if they do need it, it'll all be available for them there in a single package. They can turn the package over to the local law enforcement, and in a matter of minutes, nationwide, their picture will be on the news.